Moin Moin, Miro hier. Ich habe mal wieder ein Messer für euch. Und zwar, wie könnte es anders sein? In letzter Zeit kommt ja fast alles aus China, was ich vorstelle. Ist es auch diesmal wieder ein Messer von Kaiser Knives. Es handelt sich um das Messer, was ich beim Passaround mitgeliefert bekommen hatte. Wenn ihr es euch bestellt, könntet ihr das in so einer Tasche bekommen. Die verkauft Kaiser Knives. Falls ihr direkt aus China bestellt, würde ich euch empfehlen, so ein Ding mitzunehmen. Sind nicht besonders teuer und die Qualität ist wirklich in Ordnung. Platz für eine kleine Messerbox bzw. ein großes Messer und ein, zwei Kleinigkeiten dazu ist auch noch drin. Außerdem ganz gut gepolstert. Fühlt sich auch ganz ordentlich an von der Verarbeitung. Naja, aber um die Messertasche geht's nicht. Es geht um das Messer und zwar ist das ein KI 3307 A2. Es gibt auch eine A1-Variante. Ein Bild davon hatte ich allerdings leider noch nicht finden können. Die Modelle sind noch nicht auf der Internetseite eingepflegt. Hiervon wird es aber sowieso nicht besonders viele Exemplare geben. Es ist nämlich eine limitierte Auflage von der Blade Show. Das sieht man auch, sobald ich die Klinge öffne. Das Messer, was mir hier geschenkt wurde, als Dank für die Organisation des Passarounds, ist die Nummer 74 von 187 Stück. Entschuldigt meinen Kühlschrank, der gerade angesprungen ist. Die Klinge ist aus S35VN Stahl, also wieder mal ein schön hochwertiger Stahl. Und ja, ich persönlich könnte auf dieses Blade Show Logo schon verzichten, aber so weiß man dann auch, ja, wovon das eine limitierte Auflage ist. Das A1-Modell, schätze ich mal, ist dann das Messer für den regulären Markt. Wie man sieht, ist es 42A-konform. Wir haben hier einen Nagelhieb und einen Backlock. Und ich finde die Klingenform ganz gefällig, denn das wirkt nicht zu gefährlich. Also eigentlich wirkt es überhaupt nicht gefährlich. Und die Klingendicke macht es eben auch sehr gut geeignet für kleinere Alltagsaufgaben. Also ein Apfel schälen oder ein Paket öffnen oder auch mal ein Kabel durchschneiden oder so, das sollte alles kein Problem damit sein. Und man muss auch keine Angst haben, dass einem das Messer auf die Hand fällt, weil es eben verriegelt. Der Anschliff ist ziemlich gleichmäßig. Nur hier oben an der Spitze habe ich eine kleine Unregelmäßigkeit entdecken können, wenn man sich die Seite anschaut. Und die ist aber minimal und kann man echt verschmerzen. Das Messer kommt sehr schön scharf, es rasiert. Und ich finde es schön, dass die Klingenlänge fast komplett ausgenutzt wird. Also das hat eine 7,6 mm lange Klinge. Allerdings wirklich nur, wenn man vom allerlängsten Punkt bis zur Spitze misst. Also ich schätze mal, wenn ein Polizist das ausmessen würde oder so, dann würde er meistens so auf 7,4, 7,5 vielleicht kommen, Millimeter. Finde ich ganz gelungen. Die Kanten sind hier auch alle schön gebrochen, also man tut seinem Daumen damit nichts Schlimmes an, wenn man es verwendet. Es kommt mit einem ganz leicht konvexen Anschliff, der ziemlich weit nach oben gezogen ist, wodurch es eben auch wieder ganz gute Schneideigenschaften bekommt. Ich habe das Messer jetzt ungefähr 2, 3 Wochen in der Hosentasche mit mir rumgetragen und man wird auch ein paar Benutzungsspuren sehen. Die zeige ich euch gleich noch. Bisher hat sich's aber echt gut gemacht. Ich musste es noch nicht neu schärfen oder so. Und ja, Moment. Rasiert auch noch immer. Na, kriegen wir es drauf? Hier sind ein paar Haare. Yep. Ein kleines Detail, das zumindest bei meinem Modell ein bisschen ja, problematisch bzw. nicht ganz perfekt ist, das ist der Nagelhieb hier auf der rechten Seite ist es alles richtig, aber hier auf der linken Seite hat man sich wohl ganz leicht verfräst. Also man sieht, hier ist ein ganz leichter Verarbeitungsfehler. Ist für mich aber noch vollkommen verzeihbar. Und wenn ihr den Preis hört, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch denken. Also die Klinge S35VN Stahl und ein Backlock. Ganz offensichtlich haben wir es hier wieder mal mit einer Titanengriffschale zu tun, die auf beiden Seiten ist. Die ist anodisiert mit einem recht interessanten Muster. Es ist wieder eine Hitzeanodisierung, wie eigentlich immer bei Kaiser Knives.
Je nach Lichteinfall sieht es sehr unterschiedlich aus. Man sieht auch, es spiegelt ein bisschen. Hier sieht man meine Kamera grob. Ganz interessant, ich blende euch da jetzt hier nochmal einen kleinen Clip ein. Da habe ich das bei Tageslicht ein bisschen gedreht und gewendet, dann bekommt ihr nochmal einen anderen Eindruck von den Farben. Ganz interessant. Ja, dieses Bunte ist vielleicht nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Ich hoffe, dass die A1-Version ohne Anodisierung kommt. Werden wir dann sicherlich demnächst erfahren. Die Achsschraube ist ganz einfach gehalten, hat eine Torx-Schraube drin. Danke, Andi. Genau wie die ganzen restlichen Schrauben. Also man kann mit dem einen Werkzeug alle Schrauben hier anpassen. Der Backlog, der verriegelt sicher. Also man kann das, auch wenn man hier so anfasst, nicht versehentlich runterdrücken. Es erfordert aber auch nicht zu viel Kraft und der Klingengang ist recht gut, wie man sieht. Das Messer würde einem im Prinzip auf die Hand fallen, wenn es ein Einhandmesser wäre, wo sowas möglich ist. Schön finde ich auch diesen Backspacer. Das ist auch anodisiertes Titan. Man sieht hier schon, von meiner Benutzung habe ich hier einen ordentlichen Kratzer drin. Das liegt daran, dass ich dieses Messer zusammen mit meinen Schlüsseln in der Hosentasche hatte. Also, wenn man Wert darauf legt, dass das Messer keinerlei Abnutzungsspuren bekommt, dann sollte man es schon irgendwie gut gepolstert bzw. eben allein in der Hosentasche tragen. Passt auch wunderbar in die fünfte Hosentasche, also in dieses Münzfach bei einer Jeans. Da würde es dann natürlich auch sicher sein. Damit kommen wir auch zum Pocket Clip. Der gefällt mir auch ziemlich gut. Ist ein etwas anderes Design als bei den Kaiser Knives, die ich so bisher gewohnt bin. Funktioniert aber sehr gut. Mir gefällt es, dass es praktisch Deep Carry ist. Er hat eine sehr starke Spannung. Also man muss sich schon ein kleines bisschen anstrengen, um es auf die Hose zu kriegen. Dafür kann man sich aber auch sicher sein, dass man das Messer nicht verliert. Und das finde ich nicht unwichtig, denn das Messer hier wiegt nur 61 Gramm, ist also sehr, sehr leicht. Und das vergisst man eigentlich in der Hosentasche, also die Existenz. Bevor ich es vergesse, die Gesamtlänge sind 156 mm, ist also wirklich ein kleines Messer. Man sieht ja auch, ich mit meinen relativ kleinen Händen, Handschuhgröße 7,5, 8, irgendwie was in der Richtung, bekomme da meinen kleinen Finger noch gerade rauf. Für die meisten von euch wird es also ein Dreifingermesser sein. Ich finde aber bei dem angedachten Verwendungszweck als so, ja, Messer für leichte EDC-Aufgaben ist das gar nicht unbedingt verkehrt. Der Nagelhieb hätte allerdings, wie ich finde, an einer anderen Stelle sein können, also etwas weiter hier vorne. Hier würde ich immer anfassen wollen, wenn ich das Messer öffne, was natürlich auch super geht. Hier geht es auch, aber irgendwie, ja, ist mir da die Klingenspitze schon zu nah an der Hand. Das ist aber wirklich eher eine psychologische Sache, denn da muss ich noch eine ganze Ecke näher rankommen, um mich irgendwie gefährden zu können. Entschuldigung. Was man hier auch sehen kann, ist so eine leichte Einbuchtung hier am Griffende. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es für diesen Teil der Hand gedacht ist, was bei europäischen Händen aber ganz offensichtlich nicht funktioniert. Ich meine, wenn das selbst bei mir nicht der Fall ist. Kann aber auch ganz angenehm in der Hand liegen, schätze ich, wenn ihr das als Dreifingermesser benutzt. Dann ist es nämlich ungefähr hier. In jedem Fall ist es aber überhaupt nicht unangenehm und auch nicht schmerzhaft, das Messer so festzuhalten. Ja, wie immer bei Kaiser Knives sind die Kanten alle ganz gut gebrochen und das Innere ist auch. Moment, ich mach mal die Taschenlampe an. Schön poliert. Ja, jetzt kann man es sehen. Also schön gearbeitet, spiegelt auch von innen, wie man sehen kann. Der Backspacer, da haben sie drauf verzichtet, den zu polieren von innen. Also der ist relativ roh, meine ich. Das macht aber auch nichts, denn ja, den kann man nicht wirklich sehen, wenn man das Messer normal verwendet. Und auch das wird dem Preis geschuldet sein. Der Preis nämlich ist wirklich der Hammer. Also ich hatte nachgefragt für mein Video hier, was es denn kostet, da ich das ja geschenkt bekommen hatte.
Und das Messer kostet nur so um die 60, $70, je nachdem, was ihr für eine Menge abnehmt. Trotzdem ist es natürlich eine limitierte Auflage und mehr als die 187 Stück werden nicht produziert werden, wurde mir versichert. Von daher so unendlich viele werden nicht mehr auf Lager sein. Aber solltet ihr mal eine Sammelbestellung machen wollen oder so, dann würde ich euch empfehlen, euch zusammenzuschließen, dann bekommt ihr vielleicht einen 10er Rabatt. Bevor ich es vergesse, weil ich da ja immer zu neige, Klingenspiel hat das Messer nicht. Im geschlossenen Zustand allerdings schon. Da kann man dann die Klinge so ein bisschen nach links und rechts bewegen. Macht nichts wirklich. Ich finde es ein bisschen eigenartig. Das hatte ich noch nicht bisher bei Messern, aber wie gesagt, also sobald man es ausgeklappt hat, ist es absolut stabil. Von daher kann man jetzt auch nicht wirklich was zum Klingenstand sagen. Ja, der ist jetzt bei meiner Version hier ziemlich mittig und ich habe auch nicht geschummelt gerade, aber ich kann ihn halt auch ein bisschen nach rechts und links verschieben. Ja, wird unterschiedlich sein, je nachdem, was für ein Messer man bekommt. Also Serienstreuung gibt es bestimmt. Ansonsten finde ich das Messer sehr, sehr schön. Auch wenn diese bunte Anodisierung vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Aber ich finde es ziemlich cool, wie schön das poliert ist. Und durch die Anodisierung bekommt es dann nochmal ein anderes Finish. Schon ganz interessant. Die Klinge geht, wie man sieht, fast durch. Da hätte ich mir gewünscht, dass dann noch die 2 mm bis zu diesem Teil des Griffes genutzt werden. Dass man die Klingenwurzel nicht sieht, aber ja, auch so ist das schon wirklich ganz hübsch für meinen Geschmack. Ausgenutzt wurde die Länge auf jeden Fall sehr gut. Hier ist vielleicht noch 1 mm Platz. Und man bekommt für 60, $70 wirklich ein sehr feines Eisen mit Materialien, die man sonst bestimmt nicht unter 100 € bekommt. Und ich glaube, also mir ist jedenfalls kein Messer in dieser Größe überhaupt untergekommen, was so einen Materialmix hat. Von daher ein sehr schönes Angebot von Kaiser Knives. Bevor ich es vergesse, mache ich nochmal einen kleinen Größenvergleich für euch, denn bei so einem kleinen Messer ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, wie es so von der Größe mit anderen abschneidet. Mal schauen. Ich habe hier ein Victorinox Huntsman. Da ist die Größe ziemlich vergleichbar. Das täuscht jetzt mal wieder durch den Winkel. Man sieht, die sind fast identisch von der Größe. Das Huntsman ist minimal länger. Vielleicht ist es 1 mm oder vielleicht auch 2. Also das Huntsman. Dann haben wir noch ein Victorinox Rambler. Das hat so ziemlich die gleichen Abmessungen wie das Classic. Das ist natürlich deutlich kleiner. Ein Opinel Nummer 8 ist das. Das ist dann schon erheblich größer. Vielleicht war es auch Nummer 9, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es schon nicht vergleichbar. Und ich habe gerade noch das CRKT Swindle da, denn den Großteil meiner Messer habe ich gerade an einen Freund zum Befummeln oder Bespielen, sagen wir mal lieber, verschickt. Das ist auch noch eine ganze Ecke größer. Das 3307 ist also tatsächlich ein ziemlich kleines Messer. Als ich gefragt hatte wegen dem Preis, hatte ich gehört, dass noch eine Handvoll Messer da sind und ich habe gleich zugeschlagen. Ich dachte mir nämlich, nicht jeder bestellt gerne aus China ein Messer und hab dann mir überlegt, ich bin zwar Privatmann und kann da keine Garantie oder große Rücknahme oder sowas zu übernehmen, aber ich kann ja meine Beziehung nutzen und einen schönen Preis aushandeln und dann eine Handvoll bestellen. Also habe ich noch ein paar bestellt und selbstverständlich bezahlt, ne? So viel bekommt man dann doch nicht geschenkt. Deshalb kann ich euch auch zeigen, dass das mit dem Nagelhieb, na, Fokus. So, dass das mit dem Nagelhieb nicht bei allen Modellen ist. Tatsächlich habe ich das Problem bei keinem einzigen der Messer, die ich noch bestellt habe, und die sind alle in Ordnung. Diese Geschichte mit dem Klingenstand haben sie alle. Man sieht bei diesem hier, es ist ziemlich stark. Das hat auch
ganz, ganz, ganz leichtes Klingenspiel, allerdings nur minimal, was ich aber auch leicht mit dem passenden Werkzeug regulieren lässt. Ich mache es jetzt hier, weil ich mich entschieden habe, dieses Messer zu behalten. Ja, Klingenspiel ist weg. Und die Klinge hat immer noch einen wirklich Bombenklingengang. Echt cool. Wie man sieht, ist das Muster auch nicht immer absolut gleich. Ähnlich sind sie sich schon, aber die Farben sind doch einen kleinen Tick unterschiedlich. Dieses hier hat ein bisschen tieferes Blau, wie man sieht. Dafür hat dieses hier ein bisschen mehr lila Töne. Der Wash, nicht der Washer, der Backspacer hat allerdings ziemlich genau die gleiche Farbe. Ja, ich habe das Glück gehabt, die Nummer 1 zu bekommen bei meiner Lieferung. Das Messer hier werde ich also behalten. Das Messer, was ich vorher schon hatte, das wird dann gebraucht auf den Markt gehen, wie ich gesehen habe, mit dem Kratzer hier und so habe ich ja schon ein paar Gebrauchsspuren. Da werde ich also einem Interessenten einen Vorteilspreis machen. Ansonsten, ich habe wie gesagt eine Handvoll Messer und ich habe mir immer gleich die Messertasche dazu bestellt. Da drin kommt dann also die Box und da drin kommt dann das Messer. Die meisten sind schon weg. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, wie viel ich noch übrig habe. Es ist wirklich ungefähr eine Handvoll, weil ich eben auch noch ein paar Anfragen bekommen habe, die ich noch nicht beantworten konnte. Solltet ihr Interesse haben, ich würde das Messer für, sagen wir, 65 € unversichertem Versand und 70 € mit versichertem Versand verschicken. Ich habe jetzt nicht vor, großartig unter die Händler zu gehen, aber ich dachte mir, weil eben einige Leute so ein bisschen skeptisch sind, sich Dinge aus China zu bestellen und eben auch nicht mehr viele hiervon übrig sind, dass ich eine Handvoll bestelle und dann mal schaue, dass ich die hier in Deutschland auch unter die Leute bringe. Denn so ein Messer in dem Materialmix und der doch trotzdem noch, trotz der kleinen Mängel, ziemlich guten Verarbeitung, bekommt man normalerweise einfach nicht zu diesem Preis. Ja, wer Interesse hat, kann mich ja anschreiben. Ansonsten könnt ihr die natürlich auch noch in China bestellen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie viele genau noch übrig sind. Es werden aber noch ein paar da sein. Und ja, wie auch immer ihr das macht, wenn ich euer Interesse geweckt habe zu dem Messer, freut mich das natürlich. Ich bin, wie gesagt, ziemlich überzeugt davon, bis auf die ein, zwei kleinen Punkte, wie den Nagelhieb, der meiner Meinung nach etwas weiter links hätte sein können, und die Klingenwurzel, die noch ein bisschen 1, 2 Millimeter tiefer hätte sein können. Ansonsten, klasse Messer. Ja, das Video ist mal wieder lang genug geworden und ich denke, ich konnte euch vielleicht mal wieder was Schönes Neues zeigen. Ich bin schon gespannt, was Kaiser Knives sonst noch so in Zukunft bringt und ja, wie immer wünsche ich euch Grüße aus dem Norden.